Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Cedric und begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video zu OMSI. Leute, heute ist die 100. OMSI-Folge. 100 Folgen haben wir jetzt bereits auf ÖPNV-Simulation hier abgedreht mit Livestreams, mit Folgen, mit Busbetriebssimulator und oh mein Gott, wir hatten einfach schon unglaublich viel hier. Also was gibt es besser zu feiern, als das Ganze jetzt einfach hier verknüpft, das Ganze schön mit meiner absoluten Lieblingslinie hier zu feiern. Denn, ja, Projekt Potsdam, so nennen sie sich, arbeiten aktuell an einer erweiterten Version von X10 Addon. Hier kann man sagen, dass die Linie 601 mittlerweile, jetzt überarbeitet wurde. Gut überarbeitet wurde. Ich bin sie schon abgefahren. Die Installation, die ist ein bisschen tricky, ja, also vorsichtig. Das Ganze könnt ihr natürlich bereits jetzt schon testen. Ja, das müsst ihr auf den Discord von Projekt Potsdam und da könnt ihr euch die Beta runterladen von der X1 und 601. Und aktuell ist die Version jetzt hier von Sigrid Horst bis Waldschenke zurzeit geupdatet. Und wie sich das Ganze fährt, das werden wir uns heute anschauen. Allerdings halt ohne Fahrgäste. Wir werden heute einfach nur fahren. Und das Ganze mal so ein bisschen, uns mal so die Gegend mal anschauen, wie das Ganze sich verändert hat mit der Zeit. Also für Leute, die natürlich die 601-Linie kennen, ja, die werden natürlich schon viel wiedererkennen. Ja. Und vielleicht schaffe ich es, muss ich gucken, ob ich kann es nicht 100% versprechen, denn ich bin die 601 mit dem Auto abgefahren. Und wenn alles klappt, dann packe ich das unten irgendwo in die Ecke, sodass ihr vielleicht mal so ein Real versus OMSI-Vergleich habt. Ja. Und das Ganze mal so dementsprechend mal zu schauen, wie sieht es eigentlich in Wirklichkeit dort aus und wie sieht es hier in OMSI aus. Und wie gut ist jetzt zum Beispiel die V2 der Linie 601 von Projekt Potsdam. Und das alles wollen wir uns jetzt hier anschauen, deswegen nicht mehr lange labern. Wir steigen ein und wollen mal ein bisschen fahren. Ja, es gab ein paar Probleme zur Installation. Also normales Download-Archiv mega riesig ist. Es werden unglaublich viele DLCs benötigt. Es werden halt zusätzlich noch Sachen benötigt, so Freeware-Content und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Latte, die dazukommt, ja, die installiert werden muss, damit ihr diese Karte spielen könnt. Ich weiß nicht, ob das zukünftig denn, wenn das Ganze final ist, dann halt weniger Bedarf benötigt. Aber das, was man hier auf den ersten Blick sieht, ich habe alles dran getan, damit ich diese Karte fahren kann, weil es ist halt die Linie 601. Die zweite Linie, die mir genauso viel bedeutet, wäre die 284, aber die wurde eingestellt. Schande. So. Dann machen wir mal los. Ja. Wie gesagt, ich muss halt gucken, wo ich das halt mit reinnehme. Ja, also, ob ich das überhaupt mit reinnehme, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Aber wenn, dann wird das irgendwo in den Ecken verschwunden sein. So, hier sehen wir zum Beispiel, ja, hier wurde schon einiges getan. Also es sind nicht mehr so viele kahle Flächen. Die Straße wurde hier bearbeitet. Und wir haben fett die Sonne im Gesicht. Das ist traumhaft. Und das Witzige ist, an dem Tag, wo ich gefahren bin, hat die Sonne auch so extremst geblendet. Nicht wundern wegen der Grafik, wegen der Qualität. Das Ganze wurde halt mit einer Auto-Dashcam halt praktisch aufgenommen, ja, die ich hier zufällig noch zu liegen hatte. Mit 30 dürfen wir hier langfahren und ihr seht schon, ne, also es sieht schon deutlich, deutlich hier anders aus. Viel, viel mehr Grün ist hier verbaut worden. Also gegenüber dem Standard, also kann man schon sehen, dass hier was passiert ist. Aber das Größte kommt nachher, wenn wir hier einfach mal abfahren. Wie gesagt, wir werden nirgendwo heute anhalten oder sowas. Wir werden einfach mal ganz gemütlich fahren und ihr guckt euch das Ganze halt einfach mal gechillt an. Übrigens, falls ihr OMSI noch nicht habt, bitteschön. Wir haben in der Videobeschreibung unten Links drin, falls ihr OMSI kaufen möchtet, DLCs kaufen möchtet, zum Beispiel das X10 Addon, damit ihr das hier spielen könnt, haben wir euch unten einen Link bereitgestellt. Da könnt ihr das kaufen auf Games Planet, sowieso zum vergünstigsten Preis. Und unterstützt uns damit automatisch noch. Also es wäre eine großartige Hilfe. Ihr bezahlt natürlich nicht mehr, ihr bezahlt eher weniger. So. Mein Blinker ist kaputt. Schön.
Was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, der Bahnhof, der wurde hier ein bisschen angepasst. Wo ich hier sagen muss, das sieht halt leider von der Textur halt ein bisschen sehr eigenartig aus. Das muss man dazu sagen, hier werden viele Objekte selbst gebaut. Also das ist eine richtig geile Sache. Hier werden viele Objekte selbst gebaut. Aber hier zum Beispiel, das kennt man jetzt halt nicht, ne? Das ist jetzt ein Nachtrag hier dazu gebaut. Wir können hier sogar reingucken, die Treppe ist da. Sie wirkt jetzt natürlich ein bisschen unscharf, so das Ganze. Aber ja, man sieht es halt bei ihm im Livestream. Also könnt ihr auch mal auf YouTube da mal vorbeischauen und könnt ihr mal gucken. Und ja, dann seht ihr das praktisch, das Ganze einfach mal. So eine Mittelinsel wurden hier hinzugefügt, ja, wie wir sehen. Hier gibt es nämlich auch noch eine unsichtbare Wand. Da muss ich gucken, dass ich da jetzt nachher aufpasse, dass ich da jetzt nicht wieder gegenfahre. Und hier, wie gesagt, viel mit Grün wieder gearbeitet, ja, am Straßenrand. Also das ist schon ziemlich, ziemlich toll. Wertet die Karte massiv auf, ja, also das muss man mal lassen. Es sind wohl noch weitere Linien geplant. Also die 601 soll dann auch bis Potsdam gehen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Aber aktuell hat er sich jetzt erstmal um das hier gekümmert, dass das Ganze natürlich jetzt ein bisschen aufgewertet wird. Genau, fahr einfach durch. So läuft's. Es ist schon wirklich sehr eng hier alles. Warum fährst du jetzt nicht? Also das muss auch noch so ein bisschen angepasst werden hier mit der KI, dass die hier irgendwie nicht alle leselang hier abbiegen wollen in die kleinen Straßen. Aber jetzt hättest du hier noch ewig stehen können. Hier hat es jetzt gleich bei mir massivst geleckt. Ja, also da ist der, war schon so schlimm gewesen, dass der Bus gesprungen ist. Und alle Tools zeigten an, ich habe alles. Ja, war hier noch ein DLC drin gewesen, den ich zwar habe, aber nicht installiert habe. Ärgerlich. Und zum Beispiel war hier irgendwo wahrscheinlich ein Bus platziert gewesen, wo ein Payware-Busfahrer drin saß. Und dementsprechend konnte er das natürlich nicht mitladen, weil ich es installiert hatte. Und ja, ärgerlich. Findet man den Fehler. Wenn denn OmniTools sagt, ist alles in Ordnung. So, hier an der Jet-Tankstelle. Und hier ging es dann irgendwann los und dann fing er nur noch an zu springen. Hier, genau. Jetzt lädt er das eigentlich nach. Wir warten immer noch. Genau, und jetzt, wie gesagt, ist der Punkt da gewesen, wo der Bus nur noch gesprungen ist. Du wartest. Hier ist irgendwas platziert. Aber das ist auch das Einzige, was mir aufgefallen ist. Da muss irgendwas sein, wo ich dagegen fahre. Was auch immer. Aber es ist halt alles noch Beta, es ist Work in Progress, ja, also mit Fehler sollte gerechnet werden und dazu sind ja Beta-Tester da, um das Ganze halt zu testen und zu zeigen, pass auf, hier hast du noch einen Fehler und da, ne. Also, das ist ja hier alles noch nicht fertig. So, jetzt fahren die jetzt oder fahren die nicht? Fahren sie? Fahren sie nicht. Fahren, sehr schön. So. Ich glaube, die Ecke stimmt nicht hier, weil hier steht mittlerweile so ein komisches. Ah, nee. Ich glaube, das sind die Dinger hier, die ich meinte. Ich stehe da wirklich. Weil ich hätte ja ruhig mal den Bus schildern können, ne?
So, ja, gut. War natürlich falsche Seite. Obwohl, warte, ich glaube, ich habe ein besseres Bild. Ich habe ein besseres Bild, was wir da aufnehmen werden. So, Bürgertreff hier. Also wie gesagt, das Ganze mit dem 3D-Gras und alles was, ne? Also sieht schon echt schau aus. Hobbyfilmer wollte das Ganze auch probieren, fragte mich dann auch so, ob ich es hinbekommen habe, das zu installieren. Er hat es nicht geschafft. Also es sind wirklich viele DLCs, die benötigt werden. Free-Content, der nochmal runtergeladen werden müsste. Also da müsste er leider schon ein bisschen ranklotzen. Ist nur abgesoffen. So, aber hier dieser ewig lange Stau. Ja, Tetos Wunderwerk, was sogar in der Sendung von Mario Part war. Mario Part deckt auf. Ha! Seht ihr das? Ja. Potsdam hat den. Wo war's? Warte. Den kleinen Hafen bin ich mit eingebaut, der jetzt hier unbedingt notwendig ist in Teltow. Braucht man einen Hafen? Das soll. Ich weiß nicht, das Ding. Das hat mehrere Milliarden gekostet oder sowas. Millionen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Tausend? Also, ja, wer es braucht, bitteschön. Aber das ist cool, dass das jetzt hier schon mit drin ist. Ja, also ihr habt jetzt schon die ganze Karte soweit gesehen, ne? Also da merkt man halt wirklich einen großen Unterschied. Aber jetzt, wie gesagt, dass hier so ein richtiger Hafen drin ist, geile Sache. Super gemacht. So, hier vorne das Zementwerk oder was das ist, ja, also sieht man halt auch unten, also wenn das Video eingeblendet ist, steht halt wirklich da. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch im Einsatz ist oder ob das nur noch so ist. Hier links Hyundai. Da gibt es aber fette Bodenwelle. Aber ihr merkt auch, ne, von der Performance hat sich auch nicht allzu viel getan. Also klar sind immer noch diese Lecks drin. Hier haben wir zum Beispiel Möbelboss. Ja, das ist da wirklich das Gebäude? Bleib stehen. Ja, also, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und dadurch, dass ich ja halt immer bei. Was heißt immer? Aber wir kaufen bei Real schon oft ein. Sind auch vielleicht dabei Spielemax oder sowas. Wegen Töchterle. Oder hier hinten ist ja auch noch Baby One. Ja, das ist so die Ecke. Und das ist genau da, wo wir dann halt einkaufen. Und guckt euch das an. Das sieht großartig aus. Großartig. Wenn du weißt, wie es da halt wirklich aussieht, sieht das genial aus. Da hinten ist Medimax, voll überteuert. Hier vorne hast du denn Spielemax, wo du denn so Kinderzeugs kaufen kannst. So, da hast du Real. Die Imbissbude da, die ist nicht so geil. Schmeckt nicht. Und da drinnen kannst du auch essen im Real. Das schmeckt auch wie schon mal gestern wieder. Versteht mal. Hinten hast du denn Getränke Hoffmann oder sowas da drinne oder Real Getränke ist es, Taco. Ah, ziemlich geil, ja. Und das hat er wirklich großartig gebaut. Das sind zum Beispiel so Objekte, die hat er selbst gebaut halt und liefert die praktisch damit, ne? Hier hast du das dänische Bettenlager. Ja, also das ist hier auch drinne. Und dann hast du hier eigentlich noch so einen komischen. Ach ja, da, genau. Dieser Röter, nicht Köter, Röter. Das ist hier so ein Bekleidungsladen.
Ja, und ganz neu natürlich auch, ja, was jetzt mittlerweile auch ein ganz, ganz großer Trend ist, Möma. Kennt jemand von euch Möma? Was ist Möma? So ein IKEA-Abklatsch wahrscheinlich oder sowas. Ich war da noch nie drin, aber wie gesagt, das ist da wirklich dieses Gebäude und er hat es hier auch hingestellt. Klasse. So, und hier hinten hast du das Fitnessstudio da drinnen. Und dann siehst du schon, ne? Baby One. Das ist dann halt auf der anderen Seite, wenn du den zum Beispiel nach rechts jetzt abbiegst, hast du auch noch ein Restaurant drinnen. Das, was er auch nachgebaut hat, war mir selbst noch nicht essen, aber er meinte im Livestream, das soll man mal essen gehen, soll wohl sehr, sehr lecker sein. Ja, ATU hier, natürlich genau gegenüber und so. Und da hast du dann, wie gesagt, Baby One. Also ich finde das klasse, was er hier auf die Beine gestellt hat. Also, das muss ich loben. Oh, zwei Busse. So, richtig. Und hier hast du ein Ärztehaus hier. Ja, siehst du schon, eine Arztpraxis, bla bla bla. Na, also. Fantastisch. Ja, und jetzt sind wir auch erstmal schon da. Ist auch eine schöne Kreuzung hier, du kommst hier nicht rüber. Du kommst hier als Normalleihe nicht rüber. Ja? Wenn da Autos kommen, dann lässt dich auch keiner durch. Lässt dich keiner durch. So, aber das soll wirklich jetzt mal der erste Schnitt sein. Hier zum Beispiel. Bei ihm könnt ihr ganz gut sehen, welche Gebäude zum Beispiel neu gebaut sind. Ja, also welche er mitliefert, weil er lässt oben die Dächer weg, um Performance zu sparen. Weil ihr guckt ja eigentlich in der Regel eh nur. Also auch dieses Restaurant hier, dieses Shisha-China-Restaurant, das ist von ihm selbst gebaut hier. Das Objekt. Und auch hier, ne, also siehst du, der Anbau hier, der ist auch von ihm. Da vorne, das ist das Standardgebäude. Und da hast du dieses Möma hier, dieses komische, was auch immer das sein soll. Ja, wo die Scheiben, die wirken irgendwie ein bisschen zusammengedrückt. Aber es ist halt ein großes Gebäude, ne? Ja, hier auch, ne? Also man sieht es wunderschön, ne? Er hat überall die Dächer weggelassen und von daher kannst du sagen, so, also das hat er gemacht und. Aber wie gesagt, absolut klasse. Hier, diese ganze Zeile hier, die hat er gebaut, ja? Ey, das ist. Wie geil ist das? Hier Postbank, genau, da hole ich mir mein Geld. Hier Rossmann, die wir auch immer einkaufen. Fresser brauchen wir nicht mehr. Kick. Ja, das ist sogar so aktuell, dass schon sogar Teddy mit dabei ist. Und Teddy ist noch gar nicht so lange da. Wundervoll. Wundervoll. Genau, hier hast du den Getränkemarkt von Real. Taco und hier hast du den Minimax, ja. Wahnsinn. Fantastisch. Ja, aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ist euch denn das alles jetzt aufgefallen oder sagt ihr jetzt so, also mir persönlich jetzt nichts aufgefallen davon, dass es jetzt so groß anders aussieht? Dann schreibt es in die Kommentare. Ja, mich würde es mal das brennend interessieren. Und wie gesagt, wenn ihr euch das auch selber anschauen möchtet, dann schaut auf dem Discord vorbei von Projekt Potsdam. Dort findet ihr den Download-Link und dann könnt ihr euch das runterladen und selbst antesten. Aber unbedingt, Leute, die README-Leser, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ihr müsst sicher sein, dass ihr alles habt, was benötigt wird halt, okay? Also das ist nun mal so noch ein kleiner Tipp von mir. Und sonst, ja, gibt es an der Stelle nicht viel zu sagen. Es ist großartig geworden. Also hier auch Fußballfeld hier, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur so. Das ist jetzt ein richtiges Fußballfeld hier mit Toren und alles was. Ah, klasse. Klasse! Ach, ich sehe gerade, guck mal, wir können hier sogar durchfahren, ja? Die Straße, die sind hier alle angebunden. Ah, X10 ist das beste Addon. Falls ihr X10 noch nicht habt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, findet da den Reflink, um mich noch ein bisschen zu unterstützen. Achso, das ist ja klar hier hinten, ne? Ja, richtig. Wie weit geht's hier noch? Ach, gar nicht mehr so weit. Weil dann kommt nämlich noch ein zweiter Kreisverkehr und dann müsste ich nach links fahren, um nach Hause zu fahren. Ja, Leute, gut. Ich würde sagen, wir machen Cut, wir machen Schluss.
Wir sehen uns hoffentlich, ja, eventuell morgen, wenn ihr Lust habt, im Livestream. 20 Stunden Special, 2000 Abonnenten Special. Boah, jetzt zeige ich mir ja mal Spucke verschluckt. Würde ich mich natürlich mega freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Wir werden Omsi zum Schluss machen, in der Firma fahren. Also falls ihr Bock habt, mitfahren möchtet, kommt, bewerbt euch bei uns. Und ja, ich verabschiede mich jetzt hier, wünsche euch auch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.